Mehr als 400 hochrangige Vertreter aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung konnte die Wirtschaftskammer heuer bei ihrem traditionellen Neujahrsempfang im Kavalierhaus Klessheim begrüßen. Obwohl viele Ökonomen für 2016 eine wirtschaftliche Erholung prognostizieren, appellierte WKS-Präsident Konrad Steindl in seiner Neujahrsansprache an die Politik, für mehr Wirtschaftsdynamik zu sorgen. Wir brauchen dringendst eine neue Kultur, was die den Umgang mit der Wirtschaft in diesem Land anbelangt. Wir haben viel zu viele Bremsklötze hier zugelassen in der Vergangenheit. Schützenhilfe bekam Steindl von WKÖ-Präsident Christoph Leitl. Wir, die 80% aller Steuer- und Abgabenleistung für dieses Land erbringen. Wir brauchen Ermutigung, wir brauchen gute Rahmenbedingungen. Wenn wir die haben, dann leisten wir gerne unseren Dienst an der Gesellschaft. Dann werden wir auch im kommenden Jahr Rekordbeschäftigung diesem Land geben, eine super Ausbildung unseren jungen Menschen geben, Rekorde im Export machen können. Und fähig sein, mitzuhelfen, die großen Herausforderungen wie etwa die Integration von Flüchtlingen zu bewältigen. Denn dabei kommt den Unternehmern eine entscheidende Rolle zu, wie auch Landeshauptmann Wilfried Haslauer betonte. Machen Sie sich keine Illusionen, die erste Reihe fußfrei ist vorbei. Und wegducken ist auch vorbei. Wir müssen uns den Fragen stellen, die sich aufdrängen. Und diese Fragen nicht zu stellen und die Antworten schon gar nicht zu suchen, das ist ein Kardinalfehler. Ja, schauen wir schon, wird schon. Das ist der Kardinalfehler. Und vielleicht ist das Motto für das nächste Jahr. Wieder die Kraft zu suchen und die Lust, Dinge anzugehen, und wenn sie auch noch so schwierig sind. Dinge anzupacken, eine Tugend, die Salzburg in seiner wechselvollen Geschichte immer wieder vorwärts gebracht hat. Darauf sollte man sich besinnen, auch im Jubiläumsjahr 200 Jahre Salzburg bei Österreich. Erstens feiern wir 200 Jahre Österreich bei Salzburg. Denn Salzburg hat in diesen 200 Jahren immer wieder wichtige Impulse gesetzt, und hätte Österreich öfter auf Salzburg gehört, stünden wir vielleicht noch besser da. In der Vergangenheit hat man so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Salzburg ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Ich denke aber, das sollte sich in Zukunft vielleicht auch vor dem Hintergrund des Jubiläums etwas bessern. Wir sind ein wesentlicher Bestandteil Österreichs, aber auch eigenständig, und unsere eigenständigen Kompetenzen müssen wir ausfüllen und ausleben. Ich glaube, dass die Zusammenarbeit mit dem Bund eine ganz gute ist und dass sich Salzburg auch immer wieder Gehör verschafft und dementsprechend auch für die Betriebe in Salzburg eintreten kann. Ich würde mir wünschen, dass unsere Herren in Wien, natürlich die im Finanzministerium sitzen, ein bisschen schauen auf die Wirtschaftstreibenden, damit wir die Kosten in den Griff bekommen. Ich denke einfach, das Wichtigste ist Innovation und Kreativität, und da sind wir auch gut unterwegs. Wir müssen immer einen kleinen Schritt weiter sein wie die anderen. Wir müssen immer schneller sein als alle anderen und besser sein, und dann werden wir sicherlich das auch gut schaffen. Und ich denke mal, die Österreicherinnen und speziell die Salzburger und Salzburgerinnen, die wissen, wie das geht. Sie haben es ja in den letzten 200 Jahren bestens bewiesen. Wir können punkten mit Wissen, das, was es in Österreich gibt, auch in Salzburg gibt. Und da können halt Strukturen geschaffen, wie angefangen von durchgängige Breitbandstrukturen im Internet bis hin neue Arbeitsformen wie Coworking Spaces und so weiter. Mit diesem Unternehmertum und mit dieser Begeisterung auch etwas zu schaffen, wird Salzburg und die Salzburger Wirtschaft auch in den nächsten 200 Jahren super realisieren. In diesem Sinne sei den Unternehmerinnen und Unternehmern ein guter Start ins neue Jahr und Salzburg eine positive Zukunft gewünscht.